Leute, da sind wir beim nächsten Booster Kaltheim. Wir hatten neulich schon mal einen Kaltheim Booster, das war der Wahnsinn. Und dann dachte ich mir, oh, ob wir noch so eins kriegen. Das muss ich testen. Und deswegen hier nochmal ein Set Booster Kaltheim. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben die Artist-Karte und es ist eine von den Karten, die wir das letzte Mal gezogen haben. Search for Glory. Search for Glory. Ich habe es leider schon gespoilert, wir haben keine Listenkarte. Auch Mano. Snow-Covered Mountain, stimmt, Basic. Basic Snow-Covered, mehr davon bitte. Sculpture of Winter, 2x2/2, tappen wir enttappen in Snowland, okay. Root of Wisdom, 2x Sorcery, wir millen 3 Karten, nehmen dann ein Land- oder Elfenkarte aus dem Friedhof auf die Hand. Wenn wir das nicht können, ziehen wir eine Karte. Hammer, okay, das ist cool. Dann haben wir Elderleaf Mentor, 4x3/2, Elf Warrior. Wir haben anscheinend so ein Elfenteam. Dann, wenn der Spieler kommt, kriegen wir einen 1-1 grünen Elf Warrior. Und wir haben anscheinend kein Elfenteam. Ich manchmal verstehe es nicht. 4 Mana, The Trickster God Haste. Für den ersten Saga exchangen wir 2 Kontrolle von 2 Kreaturen. Sieht man ja hier. Dann kann man 2 nicht-basic, nicht-Kreaturen-permanente den Kartentyp-Scheren teilen. Und dann verliert ein Spieler 3 Leben, die kriegt 3 Leben. Hier ist dann halt Tibalt endgültig ein Typ. Path of the World Tree, 2 Mana Enchantment. Wenn er ins Spielfeld kommt, ist so ein Insekt am Standardland und zeigen es auf vorne, nehmen es auf die Hand. Das ist nicht schlecht. Und dann für ein Wuburg, also ein weiß, blau, rot, schwarz, grün, rot und so. Und 2 Farblose können wir das Ding opfern, um 2 Leben zu bekommen, 2 Karten zu ziehen. Der Gegner verliert 2 Leben. Danach fügt das Ding 2 Schaden auf eine Kreatur zu. Bis zu einer Kreatur. Und wir kriegen dann 2 grünen Bären. Okay. The Tree Season. Ein blaues, ein grünes. Man mildt 3 Karten im ersten Stadium der Saga. Für den zweiten Status bringen wir ein Snow Permanent aus dem Friedhofzug auf die Hand. Beim dritten Status suchen wir uns 3 Karten aus jedem Friedhof aus und die werden wieder ins Deck gemischt. Okay. Und wir haben Port of Carfell. Kommt getapptes Spiel, tappen für ein blaues und für 3 farblose, ein blaues, 2 schwarze. Tappen, opfern, millen wir 4 Karten und bringen dann eine Kreatur aus dem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Nice. Interessant hierbei ist ganz einfach, dass wir das auch als Instant Speed machen können. Das können wir bei den anderen selten, aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Kreatur getappt kommt. Mystic Reflection. Wow. Nice. 2 Mana Instant. Wir suchen uns eine nicht legendäre Kreatur aus. Das nächste Mal, wenn ein oder mehr Kreaturen oder Planeswalker in das Spielfeld kommen würde, kommen sie als Kopie dieser Kreatur rein. Hammer. Weil man kann das auch machen, wenn der Gegner einen Planeswalker im Stack hat, dann kann man sagen, okay, dein Planeswalker kommt als, keine Ahnung, mein Sub-Rolling rein oder so. Das ist schon ganz cool. Mit Foretell, das heißt, wir können die für 2 Mana verdeckt legen und irgendwann für ein blaues spielen, statt für 2 Mana. Okay. Und noch eine Rare. Was ist denn mit den Set-Boostern aktuell los? Old Grove Troll, 3 Mana, 4/4 Trampel. Wenn er stirbt, wenn es eine Kreatur war, bringen wir ihn ins Spielfeld zurück. Als Aura, die wir an den Forest ausrüsten und der Forester tappen für 2 Grüne oder tappen, wir opfern das Land und wir kreieren den Troll-Warrior. Das ist dieser wiederkehrende Troll. Richtig cooles Teil, wird auch viel zu wenig benutzt, im Casual sehr geil. Und dann haben wir noch im Snowslot einen 5 Mana 4/4 Bergstrider. Geil. Giant Wizard, wenn er ins Spielfeld kommt, tappen wir ein Artefakt oder eine Kreatur und wenn wir Snowmana benutzt haben, dann enttappt er nicht bis zum Ende des Enttappsegments. Snakewind Vale, die wurde sogar im Standard gespielt. Wird, glaube ich, auch immer noch gespielt. Ein grünes Mana Instant, wir legen ein +1/+1 Mark auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, und die Kreatur kriegt Hexproof bis zum Ende des Zuges. There's more to every story. Bei Kaltheim leider war Zombie Berserker ein sehr cooles Artwork. Ich mag die Artworks. Die Story von Kaltheim, sehr traurig. Kamigawa 2.0. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na, Black Seed. Ciao, ciao.